Also ich habe wirklich, muss sagen, die Ehre, dass ich darauf aufnehmen darf, weil das ist eins der allerschönsten Stradivari-Celli überhaupt. Es heißt Mack-Cello, weil ein Fritz Mack, das war ein sehr bekannter Cellist, hat sehr lange darauf gespielt. Und es hat eine unglaubliche Geschichte. Also er hat es gemacht in dem Jahr, wo seine Frau gestorben ist. Und Dupré, Jacqueline Dupré hat drauf gespielt. Lynn Harrell, also richtig große Cellisten. Und das merkt man. Also das ist wirklich da drinnen. Weil ich schon viel über Hayat gehört habe, habe auch ihre CDs gehört, ich habe es zu Hause und ich fand es einfach wunderbar. Sie spielt so wirklich eine hervorragende Cellistin und sie spielt so fein und so interessant und es war eine Freude für mich, ein CD mit ihr machen zu dürfen. Zuerst liegt es bei dem Artisten selber, aber dann, wenn man wirklich auf der Suche geht nach bestimmten Farben und auch das Volumen und das unglaubliche Wärme, dieses Cello hat, also da merkt man schon die Unterschiede. Also da kommt man schon Richtung das, was man wirklich erreichen will und wonach ein Musiker so lange sucht. Ich meine, gerade bei Brahms, wo man dieses unglaubliche, kraftvolle und das unglaublich tiefe braucht, da merkt man das extrem. Also es kommt genau für diese CD eigentlich perfekt. Brahms F-Dur zum Beispiel, die zweite Sonate fängt an mit dieser unglaublich kraftvollen... Also so richtig sofort und die E-Moll ist viel innerlicher, fängt ja... Also so ganz unterschiedlich, ja. Diese Strahlung, die F-Dur hat und diese Intimität, die E-Moll hat, das ist ganz was anderes. Also die sind wirklich weit weg. Also ich habe natürlich für diese Aufnahme extrem viel über Brahms gelesen auch und mich wirklich vertieft. Und er ist in Hamburg aufgewachsen, in einer Familie, wo sie viel auch so Volksmusik, also so, auch so Menuettweise und viel Tanzmusik gespielt haben. In der E-Moll-Sonate, in der ersten Sonate, ist es ganz deutlich. Also da fängt der zweite Satz an mit dem Menuett. Und dann kommt das Klavier mit dem Menuett. Man muss natürlich aufpassen, weil es muss auch gut balanciert sein, aber man darf auch nicht vergessen, dass es wirklich eine sehr wichtige Klavierbegleitung ist. Es ist sozusagen sogar keine Begleitung, es ist ein Duo-Sonate und es muss gezeigt werden, natürlich. Und es ist ein Dialog. Mit Magda Amara läuft das wirklich so, muss ich sagen. Also es gibt Sonaten, finde ich, wo das Klavier noch bedeutender ist, wo das Cello wirklich eher Richtung Begleitung ist. Bei Brahms, muss ich sagen, ist es sehr ausgeglichen, habe ich das Gefühl. Dieses Cello war am Anfang für mich wie so ein wildes Tier, weil es war so, also diese C-Seite war so voll und ich musste es richtig lernen zu beherrschen. Auf jeden Fall weiß ich, dass man zusammenwächst.
Also es ist wie eine Beziehung. Mein Bild für meine Zukunft ist eigentlich ein sehr intensive Kammermusikarbeit, weil das für mich einfach sehr wichtig ist. Und das interessiert mich sehr, das macht mir viel Freude, das macht mir Spaß. Und es ist einfach so eine fantastische Art, mit anderen Musikern zu arbeiten und die Idee zu teilen und zu diskutieren. Und ich finde es einfach großartig. Das Cello ist meine Leidenschaft und ich finde das Wort im Deutschen Leidenschaft irgendwie so schön, weil nicht weil es Leiden hat, aber man gibt doch wirklich alles für die Passion, also für das, was man wirklich am allerliebsten hat. Und dann setze ich mich gerne hin und arbeite richtig dafür.